Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich sehr, heute hier sein zu können. Vielen Dank an die Stiftung Demokratie Saarland, ganz besonders an Frau Oschmann und auch alle anderen, die mich eingeladen haben. Ich finde es super, dass ich heute die Gelegenheit habe, über das Glück zu sprechen. Ausgangspunkt meines Vortrages ist eine Veranstaltungsreihe in der Ebert-Stiftung in Berlin gewesen. Und da kamen in verschiedenen Diskussionsrunden Akteure aus Wissenschaft, aus Kunst, aus Zivilgesellschaft, Politik und so weiter zusammen ins Gespräch. Und da gibt es auch eine Publikation dazu. Inzwischen ist einige Zeit vergangen, ist auch einiges passiert. Deshalb geht der Vortrag über die Ergebnisse dieser Publikation und der Veranstaltungsreihe weit hinaus. Aber an den grundlegenden Erkenntnissen hat sich seitdem auch nicht so viel geändert. Also insofern sind hier auch einige Exemplare dieser Publikation vorrätig sozusagen. Wenn Sie möchten, können Sie nachher auch noch mitnehmen. Glück, eine Annäherung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, so habe ich meinen Vortrag genannt. Ich möchte mich heute mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen für ein glückliches Leben befassen und den Blick auf die Frage richten, welche sozialen und politischen Bedingungen fördern, welche Schaden dem individuellen Glücksempfinden. Es wird also nicht darum gehen, was der oder die Einzelne tun kann, um glücklicher zu werden, sondern welche Rahmenbedingungen es braucht, um das Glück zu steigern. Basis werden die Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Glücksforschung sein. Glück hat derzeit Konjunktur. Einerseits ja, es gibt immer mehr Angebote, die den Menschen dabei helfen sollen, glücklicher zu werden. Dazu gehören unzählige populäre Ratgeber, Seminare, Coachings, Bücher, Filme, aber auch eine große Zahl wissenschaftlicher Studien und Forschungen in unterschiedlichsten Disziplinen zum Thema Glück. Andererseits ist die Suche nach dem Glück nicht neu. Dass alle Menschen nach Glück streben, ist eine allseits anerkannte Tatsache. Doch die Vorstellungen davon, was Glück eigentlich ist, sind sehr unterschiedlich. Im allgemeinen Sprachgebrauch, das kennen wir alle, wird mit Glück die Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens bezeichnet. Doch darüber hinaus besteht kaum eine Einigkeit, was unter Glück zu verstehen ist. Es gibt unzählige Definitionen von Glück und entsprechend ist der Begriff durch eine große Bedeutungsvielfalt gekennzeichnet. Zunächst einmal definiert jeder Mensch für sich, was er als Glück empfindet und was für ihn ein glückliches Leben ausmacht. Das kann zum Beispiel eine erfüllte Liebesbeziehung sein, ein als befriedigend empfundener Beruf, aber auch ganz kleine Dinge im Alltag, wie zum Beispiel einen Sonnenuntergang beobachten zu können. Die Vorstellung von Glück ist also zum einen sehr subjektiv. Zum anderen sind die individuellen Vorstellungen von Glück aber auch immer abhängig von der historischen Epoche und dem kulturellen Kontext. Für mein Glücksverständnis ist ganz entscheidend, in welcher Zeit und in welcher Gesellschaft ich lebe. So hat sich die gesellschaftliche Bedeutung des Begriffs Glück im Laufe der Jahrhunderte stark gewandelt. Die Wurzeln des deutschen Wortes Glück liegen im Mittelalter. Mittelalterlich Gelücke bedeutet so viel wie ein guter bzw. günstiger Ausgang eines Ereignisses. Damals war Glück noch klar an Zufall gebunden. Hatte man zum Beispiel bei Kriegshandlungen oder in der Liebe Glück, bedeutete das, durch einen glücklichen Zufall begünstigt zu sein. Als Erbe aus der Antike war in den Glücksvorstellungen des mittelalterlichen Menschen die wankelmütige Fortuna präsent, meist dargestellt mit einem Glücksrad. Mit der Reformation und später der Aufklärung wurde der Einfluss der Religion zurückgedrängt und damit auch die Idee, alles Glück hänge vom Göttlichen ab. In der Aussage, jeder ist seine Glückes Schmied, kam die moderne Vorstellung zum Ausdruck, dass der Mensch selbst auch eine Verantwortung für sein Glücklichsein hat. In der Gegenwart gibt es zahlreiche Begriffe, die das Glück beschreiben sollen. Eine wichtige wissenschaftliche Unterscheidung ist zunächst die zwischen dem Zufallsglück, zum Beispiel ein Lottogewinn, damit beschäftige ich mich heute nicht, und dem Glück als subjektives Wohlbefinden. Das subjektive Wohlbefinden hat wiederum zwei Ausprägungen. Zum einen das emotionale Wohlbefinden, das sich in momentanen Stimmungslagen über positive und negative Gefühle ausdrückt. Man könnte es sozusagen als Glücklichsein im Hier und Jetzt bezeichnen. Zum anderen das kognitive Wohlbefinden, das die allgemeine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben bezeichnet. Glücklichsein als dauerhaftes Gefühl, als generelle Lebenszufriedenheit, die aus einer Abwägung entsteht zwischen dem, was man will und dem, was man hat, ist also
gewissermaßen Ergebnis eines Nachdenkens über die eigene Lage. Die Glücksforschung nun, die heute im Zentrum steht, untersucht vor allem das kognitive, subjektive Wohlbefinden, um Aufschluss über die längerfristige Lebenszufriedenheit der Menschen zu gewinnen. Es geht also um die Frage, was macht ein glückliches Leben im Sinne eines gelingenden, zufriedenen Lebens eigentlich aus? Viele Erkenntnisse der neueren Glücksforschung beruhen auf älteren philosophischen Ansätzen, zum Beispiel auf Reflexionen des antiken Denkers Aristoteles über das Glück der Menschen. Die neuere Glücksforschung zeichnet sich vor allem durch ein empirisches Herangehen aus. Das heißt, es werden gezielt und systematisch Daten erhoben. Meist wird die Methode der Befragung eingesetzt und das subjektive Wohlbefinden der Menschen über systematische Fragestellungen kategorisiert. Die empirische Glücksforschung ist interdisziplinär. Sie vereint zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen, vor allem Psychologie, Neurobiologie, Sozialwissenschaften und Ökonomie. Im Unterschied zur philosophischen Frage nach einer Theorie des Glücks wird untersucht, wie und unter welchen Bedingungen Menschen glücklich sind. Wann bezeichnen sich Menschen als glücklich, beziehungsweise welche Bedingungen tragen in welchem Ausmaß zum individuellen Wohlbefinden bei? Die aktuelle Glücksforschung formuliert nicht nur neue Erkenntnisse, sondern unterlegt auch Bekanntes mit Daten. Etwa in den 1960er und 70er Jahren wurden von Psychologen und Soziologen erste Umfragen zur Zufriedenheit in der gesamten Bevölkerung durchgeführt und auch mit ökonomischen Fragen verknüpft. In Deutschland führt das in den 1980er Jahren gegründete sozioökonomische Panel regelmäßig Umfragen zur Zufriedenheit in der Bevölkerung durch. Mittlerweile liegt umfangreiches Datenmaterial vor, weil jährlich 11.000 Haushalte über einen längeren Zeitraum umfassend befragt werden. Anfang der 1990er Jahre hat die Bedeutung der empirischen Glücksforschung dann weiter zugenommen und mittlerweile ist sie vor allem in der Ökonomie zu einem Megathema geworden. Untersuchungsfragen der sozialen Glücksforschung sind zum Beispiel, wie glücklich empfinden sich die verschiedenen Mitglieder einer Gesellschaft und wie verhält sich das Glücksempfinden statistisch zu Einflussfaktoren wie Einkommen, Geschlecht, Bildungsstatus oder Generationszugehörigkeit. Eine zentrale Frage ist somit, von welchen Einflussgrößen das Glück bzw. die Lebenszufriedenheit abhängt und wie diese Faktoren genauer bestimmt werden können. Hier sieht man das auf dieser Folie, die sind aufgeführt, diese Einflussfaktoren. Da sind vor allem die Gene und die Persönlichkeitsfaktoren. Die soziodemografischen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Familienstand oder Ausbildung, die wirtschaftlichen Faktoren, Kontext- und Situationsfaktoren, Kultur und Religion spielt natürlich eine Rolle, aber auch politische Einflussfaktoren, also lebe ich in einer demokratischen oder diktatorischen Bedingung. In vielen Untersuchungen wird das Glück der Menschen mittels Fragen zur Lebenszufriedenheit gemessen. Zum Beispiel anhand der ganz direkten Frage, alles in allem, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben? Die Befragten bewerten dann auf einer Skala zwischen 1 und 10. Diese Ergebnisse beruhen auf einer Selbsteinschätzung bzw. Reflexion der eigenen Lage. In manchen Studien sollen die Befragten auch ihre Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel Arbeit und Beruf, Ehe und Partnerschaft, finanzielle Lage, auf einer Skala bewerten. Diese Ergebnisse können dann wiederum nach soziodemografischen Merkmalen, zum Beispiel Geschlecht, Alter, ausgewertet werden. Inzwischen liegt eine sehr große Vielzahl an Einzeluntersuchungen in der empirischen Glücksforschung vor. Der niederländische Soziologieprofessor Ruud Veenhoven hat an der Universität Rotterdam die weltgrößte Glücksdatenbank eingerichtet mit dem Namen World Database of Happiness, wo er bereits tausende empirische wissenschaftliche Studien und Umfragen zum Thema Glück gesammelt hat. Die erste Umfrage zur Zufriedenheit der Bevölkerung eines Landes wurde 1946 in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Heute gibt es praktisch in allen Ländern Erhebungen über die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Ergebnisse können zum Beispiel unter dem Begriff Happiness in Nations in dieser World Database of Happiness von Veenhoven zusammengefasst eingesehen werden. Aus den Ergebnissen der Länderstudien können dann wiederum internationale Ländervergleiche vorgenommen werden und Ranglisten erstellt werden. Ich denke, viele von Ihnen haben die schon gesehen, weil die auch in den Medien sehr präsent sind, um dann wiederum die glücklichsten Nationen zu ermitteln.
In der Öffentlichkeit, in den Medien wird tatsächlich immer von Glück gesprochen. Doch müsse eigentlich in solchen Studien, in denen die Lebenszufriedenheit gemessen wird, eigentlich von den lebenszufriedensten Nationen oder dem Glück, das Glücklichsein wird gemessen, aber nicht das Glück, aber der Einfachheit halber wird immer von glücklichsten Nationen gesprochen. Werfen wir also einmal einen Blick auf diese internationalen Glücksrankings. Diese Weltkarte des Glücks, World Map of Happiness, war sehr bekannt von 2006. Dieser Rangliste liegen die Ergebnisse einer Studie zugrunde, die an der University of Leicester durchgeführt wurde. Eine Forschungsgruppe um den britischen Sozialpsychologen hatte mehr als 100 Einzelstudien ausgewertet, unter anderem der Weltgesundheitsorganisation, der UNESCO, bei denen weltweit 80.000 Menschen nach ihrer subjektiven Zufriedenheit befragt worden waren. Untersucht wurde wieder das Glück im Sinne von Lebenszufriedenheit in 178 Nationen. Berücksichtigt wurden Kriterien wie die Qualität des Gesundheits- und Bildungssystems sowie Wohlstand. In dieser Studie lag Dänemark beim durchschnittlichen Glücksempfinden ganz vorn, gefolgt von der Schweiz und Österreich. Deutschland erreichte Platz 35 von 178 Staaten. Das Schlusslicht bildete Burundi. Am zufriedensten mit der eigenen Lebenssituation waren die Menschen in Ländern, die folgende Merkmale aufwiesen: breiten Wohlstand, ein funktionierendes Gesundheits- und Bildungssystem, eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit und eher geringe soziale Unterschiede. Den Glücksforschern zufolge war für das subjektive Glück außerdem noch wichtig, Freiheit, Demokratie und die Möglichkeit, das eigene Leben selbst zu gestalten und zum Beispiel einen interessanten, verantwortungsvollen Beruf auszuüben. Es zeigte sich, dass Glück, wieder im Sinne von Lebenszufriedenheit, am engsten mit Gesundheit assoziiert ist, gefolgt von Wohlstand und Zugang zu Bildung. Es gab aber auch Studien, die zu ganz anderen Ergebnissen kamen. Große öffentliche Aufmerksamkeit erregte zum Beispiel 1998 eine weltweite Erhebung zum Glück verschiedener Nationen an der London School of Economics. Aus deren Rangliste der Einzelstaaten gemäß des Glücksempfindens der Bevölkerung ging hervor, dass nicht etwa die Bewohnerinnen und Bewohner westlicher Industriestaaten mit hohem Pro-Kopf-Einkommen zu den glücklichsten Menschen auf der Erde gehörten, sondern jene Staaten ohne fortgeschrittene Industrialisierung und mit geringem Wohlstand. Die zufriedensten Menschen lebten nach dieser Studie demnach in Bangladesch, Aserbaidschan, Nigeria, Indien und den Philippinen, während entwickelte Industrieländer weiter hinten lagen, wie zum Beispiel Frankreich auf Platz 37, Deutschland Platz 42, USA Platz 46, wohlgesagt von 54 möglichen. In der Studie hatten fast alle befragten Einwohnerinnen, die Gewinner sozusagen, Bangladeschs angegeben, sie seien sehr oder ziemlich glücklich. Wie kann es nun sein, dass Menschen in Ländern mit durchschnittlich geringerem Bildungsstatus oder großer Armut in den internationalen Glücksrankings besser als westliche Industriestaaten mit relativ hohem Wohlstand und Bildungsstatus der Bevölkerung abschneiden? Ein Grund ist sicher, dass die Positionen in den Rankings kombinieren verschiedene Glücksfaktoren. Das ermittelte Glück ist also nicht an einzelne Faktoren wie zum Beispiel Bildung gekoppelt oder Wohlstand. Wenn manche Länder in internationalen Rankings gut abschneiden, wie zum Beispiel Latein- oder Mittelamerika, dann kann das auch daran liegen, dass die Menschen dort traditionell eine andere Einstellung zum Leben haben, andere Erwartungen an das Leben und anderen Glücksfaktoren vielleicht auch mehr Bedeutung einräumen. Wichtige Einflussfaktoren sind auch immer die individuellen Erwartungen, also hohe Erwartungen, die man hat, die sich nicht erfüllen, begünstigen Unzufriedenheit, und der Vergleich mit anderen Personen oder mit der eigenen früheren Lebenssituation. Damit sind dann häufig Gefühle der Ungerechtigkeit oder des Verlusts verbunden, die die Lebenszufriedenheit schmälern. Man muss sagen, dass internationale Glücksvergleiche dieser Art grundsätzlich mit methodischen Problemen behaftet sind, da das persönliche Glücksempfinden durch zahlreiche Faktoren beeinflusst wird und stark von der individuellen Wahrnehmung und der jeweiligen Kultur abhängt. Untersuchungen mit anderem Forschungsdesign kamen daher auch wieder zu anderen Ergebnissen. Deshalb ist es wichtig, internationalen Rankings, also wirklich Vergleiche von glücklichsten Nationen und so weiter, grundsätzlich mit Vorsicht zu begegnen. Bei solchen Listen wird häufig der kulturelle und gesellschaftliche Kontext stark vernachlässigt.
Man sollte die Zahlen also kritisch hinterfragen und nicht einfach daraus ableiten, dass die Menschen im armen Bangladesch glücklicher sind als im reichen Deutschland. Grundsätzlich ist es schwierig, die Lebenszufriedenheit zwischen Nationen zu vergleichen, da die individuelle Lebenslage und die Lebensumstände im jeweiligen Land maßgeblich sind für die Lebenszufriedenheit. Entscheidend ist auch immer, was die Forscherinnen selbst unter Glück verstehen, welche Kriterien sie zugrunde legen und welche Methoden sie wählen. Wie stark die Ergebnisse von der Untersuchungsfrage abhängen, illustriert zum Beispiel eine Online-Studie von 2011, in der Deutschland den ersten Platz im Ranking der glücklichsten Länder belegte. Der Doktorand Alex Davis an der University Cambridge hatte mit Hilfe von Twitter eine Liste erstellt. Nach Deutschland folgten auf den Plätzen 2 und 3 die Niederlande und Mexiko. Ganz hinten lag Malaysia, Kolumbien, Schweden. Davis hatte einen Algorithmus entwickelt, der die Twitter-Meldungen von Menschen aus 25 verschiedenen Nationen nach Wörtern untersucht, die in der Landessprache Freude oder Trauer ausdrücken. Die Deutschen verwendeten besonders viele positive Begriffe wie Liebe, Danke oder cool und wenig negative wie traurig oder blöde. Die Ergebnisse mögen stimmen, aber bedeutet das wirklich, dass die Deutschen glücklicher sind oder nicht vielmehr, dass die deutschsprachigen Twitterer gut gelaunt im Netz kommunizieren? Es gibt somit zahlreiche weitere internationale Vergleichsstudien und Rankings. Ich möchte hier noch auf eine aktuelle wichtige Untersuchung verweisen, die das Thema differenziert angeht. Und vielleicht nachher. Diese Studie ist wirklich eine ernstzunehmende Studie in meinen Augen. Das ist also im Auftrag der UN eine wissenschaftliche Studie des Earth Institute der renommierten Columbia-Universität in New York. Da wurde im Auftrag der Vereinten Nationen mehrere Umfrageergebnisse, Sozialdaten und Beschäftigtenzahlen von 160 Ländern zusammengeführt und analysiert. Also die Besonderheit da ist schon, dass nicht nur die subjektiven Befragungen, also die subjektive Einschätzung eine Rolle spielt, sondern eben auch Sozialdaten und Beschäftigtenzahlen. Die Lebenszufriedenheit der Bewohnerinnen eines Landes wurden somit anhand verschiedener Kriterien gemessen. Es wurde nicht nur die Selbstwahrnehmung erfasst, sondern auch statistische Daten. Daraus wurden dann Nationen mit der höchsten Lebenszufriedenheit ermittelt. Es wurde nach einzelnen Ländern, aber auch nach Ländergruppen in verschiedenen Bereichen differenziert und mit dem weltweiten Durchschnitt verglichen, was auf dieser Übersicht zu sehen ist. Im internationalen Vergleich der Nationen, das ist die gerade frisch herausgekommene 2013-Studie, nimmt Dänemark den ersten Platz ein, dicht gefolgt von Norwegen und der Schweiz. Deutschland erreicht Platz 26, 2012 hatte es für Platz 30 gereicht. Die Dänen hatten schon zum zweiten Mal den ersten Platz bekommen. In den Top 10 waren neben Dänemark auch 3 weitere nordeuropäische Länder zu finden, Norwegen, Schweden und Finnland, sowie die Schweiz, die Niederlande, Kanada, Österreich, Island und Australien. Der Oman, die USA, Venezuela und Panama und Brasilien nehmen Plätze vor Deutschland ein. Am unteren Ende sind fast ausschließlich afrikanische Länder mit der Zentralafrikanischen Republik, Benin und Togo ganz hinten. Das Bürgerkriegsland Syrien landet auf dem 148. Platz. Die Forscherinnen kamen zu dem Ergebnis. Ausschlaggebend für die Lebenszufriedenheit sind vor allem die Lebenserwartung, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und fehlende Korruption. Sehr wichtig seien auch verlässliche Menschen im eigenen Umfeld sowie die Freiheit zu haben, Entscheidungen über sein eigenes Leben treffen zu können. Bedeutendster Faktor für die Zufriedenheit sei den Forschungen zufolge jedoch geistige Gesundheit. Im Folgenden möchte ich Glücksfaktoren vorstellen, die nach den Erkenntnissen der neueren Glücksforschung tatsächlich für das subjektive Wohlbefinden und die allgemeine Lebenszufriedenheit eine entscheidende Rolle spielen. Dazu zählen ausreichender materieller Lebensstandard, funktionierende soziale Beziehungen, persönliche Freiheit und Selbstbestimmung, aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens, psychische und physische Gesundheit, eine bestimmte innere Haltung, etwa eine optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Aber auch die individuelle Lebensphilosophie ist wichtig, wie Religiosität oder Spiritualität. Und
Hier geht es noch weiter. Auch wichtig, sehr wichtig ist eine befriedigende Aufgabe, ob nun in der Erwerbsarbeit oder im ehrenamtlichen Engagement. Gute Arbeitsbedingungen, dazu gehören dann zum Beispiel vertrauensvolle Beziehungen am Arbeitsplatz, die Anerkennung der Leistungen, ein gerechtes Vergütungssystem, aber auch Spielraum für eigene Entscheidungen. Ein freiheitlich und demokratisch verfasstes Gemeinwesen sowie Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe. Schließlich die Bildung, die in den meisten Studien eine Schlüsselrolle einnimmt. Im Folgenden möchte ich noch mal kurz drei glücksförderliche Bereiche sozusagen näher betrachten. Zum einen Glück und Wohlstand, Glück und Teilhabe und Glück und soziale Gleichheit. Zunächst Glück und Wohlstand. In zahlreichen, auch international vergleichenden Untersuchungen wird gezielt der Zusammenhang von Wohlstand und Glück beleuchtet. Als Anfangspunkt bei der Erforschung dieser Frage gilt die Studie des US-amerikanischen Ökonomen Easterlin von der University of Southern California. 1974 untersuchte er, ob wirtschaftliches Wachstum das Leben der Menschen verbessert. Basis war dieser Berechnung war die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts umgerechnet auf das Pro-Kopf-Einkommen in 37 Ländern auf der ganzen Welt. Easterlin kam zu dem damals überraschenden Ergebnis, obwohl das Pro-Kopf-Einkommen in den westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen war, waren die Menschen nicht glücklicher als kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Erkenntnis ging als Easterlin-Paradox in die Debatte ein. Mehr Wohlstand bzw. steigendes Einkommen führt langfristig wohl nicht zu mehr Zufriedenheit der Menschen. Zu dieser Schlussfolgerung kamen noch weitere Studien. Weltweit durchgeführte Umfragen zur Zufriedenheit der Bevölkerung zeigten, dass in vielen westlichen Industrieländern, wie auch in Deutschland, die persönliche Lebenszufriedenheit trotz starken Wirtschaftswachstums und gestiegenen Pro-Kopf-Einkommen seit den 1960er Jahren kaum gestiegen war. Hier sieht man beispielhaft eine Studie zu den USA. Während das Pro-Kopf-Einkommen hier zwischen 1945 und 2000 deutlich angestiegen war, ist die Zahl der Menschen, die sich selbst als sehr glücklich bezeichneten, insgesamt über den gesamten Zeitraum berechnet, kaum angestiegen. Wachsender materieller Wohlstand führt nicht unbedingt zu mehr Zufriedenheit, so das Ergebnis der Studien. Aber warum ist das so? In der Forschung werden vor allem drei Gründe genannt. Erstens, höheres Einkommen erhöht auch zunächst die Zufriedenheit, allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt. Im unteren Einkommensbereich ist ein ganz starker Zusammenhang zwischen absolutem Einkommen und Lebenszufriedenheit festzustellen. Wenn jedoch eine gewisse Einkommenshöhe erreicht ist und die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt werden können, steigt die Zufriedenheit nur noch unbedeutend. Oberhalb eines gewissen Übergangsbereichs besteht nur noch eine schwache Beziehung beider Größen. Danach bewirkt eine Erhöhung des durchschnittlichen Einkommensniveaus nur noch eine geringere Steigung der Lebenszufriedenheit. Der zweite Grund wird in der Forschung so benannt. Wichtiger als das absolute Einkommen ist das relative Einkommen, also die Einkommenshöhe im Vergleich zum sozialen oder gesellschaftlichen Umfeld. Für die individuelle Lebenszufriedenheit sind soziale Vergleichsprozesse sehr relevant. Dabei zeigte sich in einer Studie, dass die Einkommensvergleiche in Bezug auf Arbeitskolleginnen und Durchschnittsbürgerinnen eine große Bedeutung haben, während sich zum Beispiel Einkommensvorteile im Freundes- und Verwandtenkreis als nicht relevant herausstellten. Schließlich der dritte Grund. Ab einem gewissen Wohlstandsniveau tritt bei weiteren Einkommenssteigerungen eine Gewöhnung ein. Die Erwartungen und Ansprüche werden nach oben angepasst, sodass mehr nicht besser als weniger ist. Die meisten Menschen gewöhnen sich relativ schnell an materielle Verbesserungen, wie zum Beispiel an ein neues Auto oder neue Wohnung. Schon nach kurzer Zeit streben sie wieder nach weiterer Verbesserung. Es bräuchte also ständige Einkommenssteigerungen, um den starken Zusammenhang von Wohlstand und Lebenszufriedenheit im oberen Einkommensbereich aufrechtzuerhalten. Zudem gibt es kurzfristige Schwankungen der Lebenszufriedenheit infolge von Einkommensveränderungen. Dabei zeigt sich, Verluste wiegen deutlich schwerer als Gewinne. Hier sieht man einmal anschaulich, wie Einkommenssteigerungen ab einem bestimmten Punkt nur noch unwesentlich zu einer höheren individuellen Lebenszufriedenheit beitragen.
In einer neueren wissenschaftlichen Studie wurde der Zusammenhang von Einkommen und Lebenszufriedenheit für Deutschland und München analysiert. Der durchschnittliche Sättigungspunkt, also wenn also die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt sind, wird nach Aussage dieser Studie tritt bei etwa 800 Euro monatlich verfügbares Personeneinkommen ein. Hier sieht man einen Unterschied zwischen Deutschland und Stadt München. In München liegt er etwas höher nach Aussage dieser Forscher, was unter anderem auf höhere Lebenshaltungskosten und wiederum das soziale Umfeld zurückgeführt werden kann. Das individuelle Wohlbefinden ist somit weniger vom Wirtschaftswachstum abhängig als oft angenommen. Die verbreitete Vermutung, dass wir für unser Glück immer mehr wirtschaftlichen Wohlstand brauchen, wird zumindest von großen Teilen der empirischen Glücksforschung eindeutig verneint. Wichtig ist jedoch der Punkt, dass die finanziellen Mittel zur Befriedigung der materiellen Grundbedürfnisse gesichert sein müssen. Darüber hinaus bringt mehr Wohlstand nicht zwingend mehr Glück bzw. Lebenszufriedenheit. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum sich diese Erkenntnis bisher nicht durchgesetzt hat, weder bei den Menschen selbst noch in der ökonomischen und gesellschaftspolitischen Debatte. Die Diskussion über diese Frage ist ja nicht neu. Sie reicht in die 60er und 70er Jahre zurück, des letzten Jahrhunderts, als Kritik am Ziel des immerwährenden Wirtschaftswachstums laut wurde, Stichwort Grenzen des Wachstums. Schon damals stand die Forderung nach mehr Qualität statt Quantität im Vordergrund. In der Bundesrepublik rückte damals das Konzept der Lebensqualität und somit auch die Zufriedenheit und das Glück der Bürgerinnen und Bürger als Zielgrößen gesellschaftlicher Entwicklung in den Fokus. In den letzten Jahren gab es erneut einige politische Initiativen, die eine wirtschaftspolitische Umorientierung mit Nachdruck vorantreiben wollen. Ich möchte beispielhaft hier nennen die EU-Nachhaltigkeitsstrategie, die 2006 von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verabschiedet wurde. Lebensqualität und Wohlbefinden, Wellbeing, wurde für die heute lebenden und künftigen Generationen als übergeordnetes Ziel der EU formuliert. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Stieglitz-Senfi-Tussi-Kommission. Ich muss mich nicht wundern, diese Namen stammen von den Experten, die da mitgearbeitet haben. Dabei handelt es sich um eine etwas 20-köpfige, hochrangig besetzte Expertenkommission unter Leitung des US-amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträgers Joseph Stiglitz. Die Kommission beschäftigte sich im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Sarkozy mit der Frage, wie künftig das Wohlergehen einer Gesellschaft gemessen werden sollte. 2009 übergab die Kommission ihren Bericht, in dem die Experten vorschlagen, neue statistische Instrumente zur Messung des Wohlstands der Nationen einzuführen. Das Bruttoinlandsprodukt als alleiniger Indikator für Wohlstand sei nicht mehr sinnvoll, so die Experten, sondern sollte durch weitere Faktoren ergänzt werden, da das subjektive Wohlbefinden mehrdimensional zu bestimmen ist. In den sogenannten Stieglitz-Senfi-Tussi-Index wurden Kriterien des subjektiven Wohlbefindens aufgenommen, aber auch Kriterien der objektiven Lebensqualität, wie zum Beispiel Bildungsstand, Gesundheitsstatus und aber auch der Nachhaltigkeit, wie Umweltschutz. Im Vordergrund soll die Fähigkeit einer Ökonomie stehen, das Wohlbefinden einer Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Auch in Deutschland hat sich die Bundestags-Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität mit dieser Frage beschäftigt. Sie hat Mitte April 2013 einen Gesamtbericht verabschiedet, wo sie ein breiteres und nachhaltiges Wohlstandsverständnis empfiehlt. Zum anderen fordert sie eine umfassendere und laufende Messung, bei der die beiden Bereiche Soziales und Teilhabe sowie Ökologie gleichberechtigt neben den Bereich materieller Wohlstand treten sollen. Auf internationaler Ebene haben zum Beispiel OECD, Eurostat, die EU, die Vereinten Nationen, die Weltbank, auch einzelne Statistikämter, darunter übrigens auch das Statistische Bundesamt in Deutschland, die Empfehlungen dieser Kommission, also der Stieglitz-Senfi-Tussi-Kommission, aufgegriffen und diskutiert. Und sie haben zum Teil auch neue Indikatoren und Berechnungsmethoden entwickelt, die nun eine Messung von Wohlstand differenzierter möglich machen sollen. Einem veränderten Verständnis von Wohlstand und neuen Instrumenten der Wohlstandsmessung kommt somit eine Schlüsselfunktion zu. Neben Konzepte wie Wohlstand und Lebensstandard sind inzwischen Konzepte wie Wohlfahrt und Lebensqualität getreten. Inzwischen wird auch in zahlreichen Studien erhoben, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Lebensqualität einschätzen. Dabei wird häufig auch nach dem Glück, einem Teilbereich der Lebensqualität, gefragt. Ein Beispiel. Im Juli 2010
wurde im Rahmen einer Studie der Bertelsmann Stiftung eine Telefonumfrage bei Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland und Österreich zur Lebensqualität durchgeführt. In beiden Ländern plädierte eine große Mehrheit für eine neue Wirtschaftsordnung mit stärkerer Berücksichtigung des Umweltschutzes und einen sorgsameren Umgang mit Ressourcen. Fast ebenso viele der Befragten meinten, dass jeder seine individuelle Lebensweise dahingehend überdenken sollte, ob wirtschaftliches Denken alles für ihn ist. Bei dieser Befragung hielten zwar nur 12% der Deutschen Geld und Besitz mehren für sehr wichtig, aber wenn man die beiden Top-2-Werte zusammenzieht, also sehr wichtig und wichtig, meinte immerhin eine Zweidrittelmehrheit, dass die Mehrung von Besitz und Geld sehr wichtig oder wichtig für die individuelle Lebensqualität sei. Wie man hier sieht, Gesundheit sowie intakte Familie und Partnerschaft waren die wichtigsten Aspekte für die persönliche Lebensqualität in beiden Ländern. Und es gab noch eine weitere Repräsentativbefragung über den Zusammenhang von Wohlstand und Lebenszufriedenheit, und auch die Quellen des Glücks wurden da ergründet. Auch hier steht Gesundheit und körperliches Wohlbefinden an erster Stelle. Finanzielle Sicherheit steht an zweiter Stelle. Ein hohes Einkommen und viel zu besitzen nehmen erst die Positionen 16 und 19 ein. Finanzielle Sicherheit wird offenbar ausdifferenziert zu diesen, also finanzielle Sicherheit und viel zu besitzen. Also hier gibt es einen Unterschied von mehreren und Sicherheit. Das Gesamtergebnis der Untersuchung bestätigt einerseits frühere Studien, dass oberhalb eines bestimmten Wohlstandsniveaus zusätzliche Wohlstandsgewinne die Lebenszufriedenheit nicht oder nur geringfügig erhöhen, dass die Lebenszufriedenheit aber in erheblichem Maße von der Erfüllung materieller Sicherheit abhängt. Offenbar spielen materielle Aspekte in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur für die Zufriedenheit der Bevölkerung nach wie vor eine wichtige Rolle. Nun möchte ich noch auf den Zusammenhang von Glück und Teilhabe eingehen. Nach den Ergebnissen der Glücksforschung sind neben privaten Faktoren wie Gesundheit oder Partnerschaft die wichtigsten Voraussetzungen für das subjektive Wohlbefinden der Menschen das Gefühl, als Teil der Gesellschaft anerkannt zu sein und die Möglichkeit, sie mitgestalten zu können. Diese Teilhabe umfasst in ihren verschiedenen Dimensionen vor allem Arbeit, soziale Netzwerke, politische Rechte, Bildung und Kultur. Von großer Bedeutung sind dabei die individuellen Möglichkeiten zur Partizipation. Die meisten Menschen streben danach, in irgendeiner Form etwas zur Gesellschaft als Ganzes beitragen zu können. Fehlende Teilhabe hingegen führt zum Gefühl, nicht anerkannt und ausgegrenzt zu werden, was auf Dauer eine zerstörerische Wirkung auf den Zusammenhalt einer offenen demokratischen Gesellschaft entfalten kann. Sie schmälert aber auch die individuelle Lebenszufriedenheit. Ein besonderer Glücksfaktor ist die Teilhabe über Erwerbsarbeit. Auch wenn nicht jede Arbeit als befriedigend empfunden wird, so ist statistisch gesehen Nichterwerbstätigen ein sehr viel geringeres subjektives Wohlbefinden als bei Beschäftigten festzustellen. Der unfreiwillige Ausschluss von Erwerbsarbeit wirkt sich somit besonders negativ auf das individuelle Glücksempfinden aus. Arbeitslosigkeit hat gravierende und vor allem auch langfristige Folgen für den Einzelnen. Untersuchungen zeigen, dass sie die Lebenszufriedenheit schlagartig reduziert, und selbst wenn die Betroffenen wieder eine Arbeit gefunden haben, wirkt die Unzufriedenheit weiter nach. Arbeit ist nicht nur deshalb wichtig, weil sie der selbstständigen Existenzsicherung dient, sondern auch, weil sie Möglichkeiten der Sinnstiftung und Selbstverwirklichung bietet. Für die glücksstiftende Wirkung der Erwerbsarbeit ist allerdings auch entscheidend, inwieweit sich der Einzelne als eigenverantwortlich handelnd wahrnehmen kann. Gestaltungsspielräume und persönliche Entscheidungsmöglichkeiten bei der Arbeit wirken sich ebenso unmittelbar positiv auf das subjektive Wohlbefinden aus wie die empfundene Sinnhaftigkeit der Tätigkeit selbst. Auch Teilhabe über bürgerschaftliches Engagement, das freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl erbracht wird, steigert die Lebenszufriedenheit, so die Ergebnisse verschiedener Studien. Als wichtige Gründe gelten die damit verbundenen Möglichkeiten, eine sinnvolle Tätigkeit ausüben zu können, sowie die Einbettung in soziale Netzwerke. Empirisch hat sich allerdings gezeigt, dass sich Arbeitslose in der Regel deutlich weniger bürgerschaftlich engagieren als Erwerbstätige, was zu einer Konzentration verschiedener glücksschwächender Faktoren führen kann. Ebenfalls zu nennen ist Teilhabe über politische Partizipation.
Funktionierende demokratische Institutionen können insbesondere durch direktdemokratische Mitbestimmungsrechte wie Volksabstimmungen, Referenten glücksfördernd wirken, wenn sie den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlichen Einfluss auf politische Entscheidungen ermöglichen. So hat sich gezeigt, dass in Ländern und Regionen mit ausgeprägter Bürgerbeteiligung und Formen direkter Demokratie die subjektive Lebenszufriedenheit deutlich höher ist als in Regionen mit geringem Mitspracherecht. Wesentlich dafür ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sich durch ihre aktive Rolle stärker als politisch selbstbestimmt wahrnehmen und die Erfahrung machen, etwas bewirken und die Gesellschaft mitgestalten zu können. Ergebnisse der Glücksforschung legen auch nahe, dass das subjektive Wohlbefinden der Menschen eng mit dem sozialen Umfeld zusammenhängt. Jedes Mitglied einer Gesellschaft profitiert letztlich davon, wenn die Gesellschaftsstrukturen so aufgebaut sind, dass alle Menschen zufrieden sein können. Soziale Gleichheit ist ein glückssteigernder Faktor, nicht nur für das Individuum, sondern für die Gesellschaft im Ganzen. Zu diesem Ergebnis kam die Studie The Spirit Level von 2010. Der deutsche Titel lautet Gleichheit ist Glück, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Die britischen Sozialforscher Richard Wilkinson und Kate Pickett hatten untersucht, wie sich gesellschaftliche Ungleichheit auf gesundheitliche und soziale Probleme auswirkt. Dafür werteten sie mehr als 200 Studien aus, unter anderem Daten der Weltgesundheitsorganisation, anderen internationalen Organisationen. Fokussiert wurde der Einfluss der Einkommensverteilung in 21 reichen Industrieländern auf verschiedene gesundheitliche und soziale Bereiche. Die Einkommensverteilung wurde anhand der Relation zwischen dem Einkommen der reichsten 20% und der ärmsten 20% der Bevölkerung eines Landes gemessen. In einigen Industriestaaten verfügt das oberste Fünftel der Bevölkerung über etwa 7,5 bis 8 Mal so viel Geld wie das unterste Fünftel, zum Beispiel in Portugal, Großbritannien, USA. In anderen Ländern nur etwa über 4 Mal so viel, zum Beispiel Norwegen, Schweden, Japan. Deutschland liegt in diesem Sample etwa in der Mitte. Als wichtigste Ergebnisse können zusammengefasst werden. In Ländern mit großen Einkommensunterschieden ist das Ausmaß der sozialen und gesundheitlichen Probleme der Bevölkerung insgesamt erheblich größer als in Ländern mit geringen Einkommensunterschieden. Es gibt mehr Gewalttaten, mehr Gefängnisinsassen, mehr Teenager-Schwangerschaften, mehr Übergewichtige, schlechtere Bildungsabschlüsse, weniger soziale Mobilität. Extremster Maßstab sind die Mordraten, die in sehr ungleichen Gesellschaften 10-mal so hoch sind wie in sehr gleichen. Die Zahl der psychisch Kranken ist 3-mal so hoch. Interessanterweise ist die höchste Lebenserwartung keineswegs in den Ländern mit dem höchsten Durchschnittseinkommen zu finden, sondern dort, wo die Kluft zwischen Arm und Reich am geringsten ist. Die Länder mit einer geringen Kluft zwischen Arm und Reich schneiden in fast allen Bereichen besser ab. Ausnahmen sind Rauchen und Selbstmordrate. Kann ich jetzt aber nicht erklären. Wilkinson Pickett arbeiteten somit heraus, dass sich Einkommensungleichheit ganz erheblich auf soziale und gesundheitliche Probleme auswirkt. Und sie sehen durch ihre Forschung eindeutig belegt, dass nicht nur die armen, sondern auch die reichen Bevölkerungsschichten negativ von sozialer Ungleichheit betroffen sind. Erklärt werden diese Zusammenhänge vor allem mit psychosozialen Gründen. In ungleichen Gesellschaften sei die soziale Hierarchie deutlicher ausgeprägt, was soziale Spannungen, Unsicherheiten und persönlichen Stress verstärke. Somit kommen die beiden Forscher zu dem Schluss, dass in gleicheren Gesellschaften alle länger, besser und glücklicher leben. In entwickelten Industrieländern sei eine höhere Lebenserwartung und Zufriedenheit der Bevölkerung nicht durch mehr wirtschaftliches Wachstum zu erreichen, sondern durch eine gleichmäßigere Verteilung des Wohlstands. Ungleichheit schaffe soziale und gesundheitliche Probleme, die hohe wirtschaftliche Folgekosten verursachen. Gesellschaftliche Gleichheit hingegen fördere das individuelle Glück und verbessere das gesellschaftliche Wohlergehen im Ganzen. Letztlich müsse es darum gehen, durch eine gerechtere Verteilung von Einkommen die Gleichheit in Gesellschaften zu erhöhen. Nun zur letzten Frage meines Vortrags. Wie könnte die allgemeine Zufriedenheit in Deutschland gestärkt werden und welche Rolle sollte der Staat dabei übernehmen? Wenn man davon ausgeht, dass der Staat die Aufgabe hat, eine Balance zwischen dem individuellen Streben nach Glück und dem Gemeinwohl herzustellen, hat er auch Verantwortung für die Gesellschaft,
dafür, die gesellschaftliche Zufriedenheit zu erhöhen. Um den Philosophen David Hume zu zitieren, Glück ist, was allen nützt. Was auch allen nützt, könnte man sagen. Natürlich kann der Staat nicht direkt dafür sorgen, dass seine Bürgerinnen und Bürger glücklich werden. Er kann aber die notwendigen Rahmenbedingungen für mehr Lebenszufriedenheit schaffen. Die Ergebnisse der Glücks- oder besser Zufriedenheitsforschung geben einige Hinweise, in welchen Bereichen der Staat über politische Maßnahmen mehr Zufriedenheit in Deutschland fördern könnte. Im Folgenden möchte ich einige Punkte benennen, die mir wichtig erscheinen, auch wenn es sicherlich noch weitere Punkte gibt. Ich beginne mit der umfassenden Persönlichkeitsentwicklung des Individuums. Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, ein glückliches Leben zu führen. Dazu gehört, schon frühzeitig eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Wie so etwas aussehen kann, zeigt sich zum Beispiel an einer Heidelberger Schule, an der Glück als Schulfach unterrichtet wird. Auch in Österreich steht Glück bereits in 96 steirischen Schulen auf dem Lehrplan. Der Glücksunterricht folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Schwerpunkte sind Bewegung, musische Erziehung, Ernährung, psychosoziale Gesundheit. Die Kinder lernen Methoden der Konfliktlösung und Selbstreflexion. Sie entwickeln Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen. So sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, ihr eigenes Glück, sprich ihre Lebenszufriedenheit, selbst positiv zu beeinflussen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, allen Bürgerinnen und Bürgern gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, insbesondere im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt. Kommen wir zunächst zum zentralen Glücksfaktor Bildung. Bildungschancen für alle heißt vor allem, die Defizite des deutschen Bildungssystems zu beseitigen und gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Das betrifft insbesondere Migrantenkinder und Kinder aus Familien mit geringem Einkommen und Bildungsstatus. Bildungschancen sind Lebenschancen in unserer Gesellschaft und Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Bisher hängt der Schulerfolg in Deutschland aber immer noch stark von der sozialen Herkunft ab und die Schulabbruchsquote ist auch noch relativ hoch. Hier könnten zum Beispiel Ganztagsschulen Verbesserungen bringen, aber auch lokale Bildungslandschaften, die gerade im Entstehen sind und die verschiedene Bildungsakteure vor Ort zusammenwirken lassen, um ein abgestimmtes System der Bildung entstehen zu lassen. Im Mittelpunkt steht dabei das Kind und seine Bildungsbedürfnisse. Ein weiterer Punkt, bedenkt man, dass Arbeitslosigkeit eine Hauptquelle nachhaltiger, subjektiver Unzufriedenheit ist und eine befriedigende Erwerbsarbeit die Zufriedenheit stark steigert, sollte sich der Staat für ausreichende Arbeits- und Ausbildungsplätze und für Beschäftigungssicherung einsetzen, insbesondere die Arbeitsmarktchancen für schwächere Bevölkerungsgruppen weiter verbessern. Übergreifend wäre auch eine Umorientierung in der Wirtschaftspolitik wichtig, wie ich in meinem Vortrag schon erläutert habe. Ziel der Wirtschaftspolitik sollte nicht vorrangig Wirtschaftswachstum sein, sondern ein glückliches, langes Leben. Professor Karl-Heinz Ruckriegel, Glücksforscher und Volkswirt, sieht einen Anhaltspunkt im Happy Planet Index. Hier werden die drei Kriterien Lebenserwartung, persönliche Lebenszufriedenheit und ökologischer Fußabdruck im Rahmen nachhaltigen Wirtschaftens gewertet und verglichen. Auch das Wohlstandsverständnis und die Messinstrumente für Wohlstand sollten mehrdimensional angelegt sein und nicht auf materiellen Wohlstand verengt. Des Weiteren ist zu nennen finanzielle Sicherheit und Stabilität, wie wichtig den Bürgerinnen und Bürgern Berechenbarkeit und Verlässlichkeit bei privaten Einkommen und Vermögen ist, haben verschiedene Umfragen deutlich gemacht. Dazu gehört auch der Schutz vor materiellen Unsicherheiten, zum Beispiel durch verlässliche und auskömmliche Mindestsicherungen in sozialen Sicherungssystemen. Ein sehr wichtiger Punkt ist sozialer Ausgleich bzw. die Reduzierung sozialer Ungleichheiten. Die Verteilung der Vermögen und Einkommen ist zentraler Ausdruck für soziale Gerechtigkeit in einer Gesellschaft. In der Bundesrepublik Deutschland existieren trotz des insgesamt hohen Wohlstandsniveaus erhebliche soziale Ungleichheiten in Einkommen und Vermögen und den damit verbundenen Lebenschancen. Die Vermögensunterschiede sind noch erheblich stärker ausgeprägt als die Einkommensunterschiede. Das reichste Bevölkerungszehntel besitzt über 60% des Vermögens, verbunden mit höherer Sparquote, während die zwei ärmsten Zehntel im Durchschnitt keinen Besitz und häufig Schulden haben. Hier zeigt sich eine starke Vermögenskonzentration und Ungleichheit. Zudem wurde im letzten Jahrzehnt der Unterschied im Lebensstandard zwischen den Armen und der Mehrheit des Bevölkerungsdurchschnitts immer größer. Ebenso haben Studien ergeben, dass sich die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter geöffnet hat. Da sich das Gefühl der Ungerechtigkeit im sozialen Vergleich sehr negativ
auf die individuelle Lebenszufriedenheit auswirkt und alle Gesellschaftsmitglieder von mehr gesellschaftlicher Gleichheit profitieren, wäre hier ein wichtiger Ansatzpunkt, um die allgemeine Zufriedenheit zu steigern, etwa über eine stärker egalisierende, ausgleichende Steuer- und Sozialpolitik. Auch die Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements ist eine wichtige Maßnahme. Die Politik könnte hier Rahmenbedingungen verbessern, um bürgerschaftliches Engagement zu erleichtern, sodass bürokratische Hürden abgebaut und die Zusammenarbeit zwischen kommunaler Verwaltung und freiwilligen Initiativen verbessert werden kann. Der Engagementforscher Serge Embacher hat hier mehrere politische Maßnahmen genannt, unter anderem auch gesetzliche Veränderungen, die gar nicht so viel brauchen. Auch sollte die einseitige Bevorzugung der Erwerbsarbeit in den sozialen Sicherungssystemen abgeschafft werden. Engagementförderliche Strukturen, die Bürgerinnen und Bürger bei gemeinwohlorientierten Tätigkeiten unterstützen, könnten sich positiv auf die allgemeine Lebenszufriedenheit auswirken. Ganz zentral ist die Stärkung der demokratischen Partizipation. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich allerdings wirklich tatsächlich am politischen Prozess beteiligen können. Ihre Anliegen sind ernst zu nehmen. Die Idee der bürgerschaftlichen Partizipation wird grundsätzlich diskreditiert, wenn Beteiligungsstrukturen nur als symbolischer Akt verstanden und als demokratisches Alibi für nicht verhandelbare Entscheidungen der Politik benutzt werden. So kommt es immer wieder vor, dass die Ergebnisse von Bürgerentscheiden, ein wichtiges Instrument der Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern, von politischen Entscheidungsträgern übergangen wird. Derartiges Ignorieren führt jedoch dazu, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht mehr beteiligen und die Unzufriedenheit mit der Politik bzw. demokratischen Verfahren in der Bevölkerung steigt. Da in den Schulen eine entscheidende Basis für die Einübung demokratischer Verfahren gelegt wird, sollte es für Jugendliche dort bereits mehr Möglichkeiten der Beteiligung geben. Insgesamt wäre es künftig wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger stärker an öffentlichen Angelegenheiten beteiligen können. Das würde aber auch bedeuten, dass der Staat Kontrolle die Politikerin Macht abgeben und die Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsverfahren auch akzeptieren und in ihren politischen Entscheidungen berücksichtigen müssten. Für die Stärkung der Demokratie und für eine höhere gesellschaftliche Zufriedenheit wäre mehr Bürgerbeteiligung, insbesondere auf kommunaler Ebene, sehr wichtig. Schließlich, der letzte Punkt, ist es für die gesellschaftliche Zufriedenheit entscheidend, eine hohe Qualität der staatlichen Institutionen sicherzustellen. Verschiedene Studien zeigen, dass Menschen in einem Rechtsstaat mit verantwortungsbewusster Regierungsführung durchschnittlich zufriedener sind als in diktatorischen Regimen. Auch die Zufriedenheit mit demokratischen Institutionen wirkt sich auf die individuelle Zufriedenheit aus. Hier ist in der Bundesrepublik eine problematische Entwicklung festzustellen. Sie manifestiert sich unter anderem in sinkender Wahlbeteiligung und sinkenden Mitgliederzahlen in Parteien und Verbänden, vor allem aber auch in sinkendem Vertrauen in die Politik. Diese Tendenzen wurden als alarmierend für die demokratische politische Kultur interpretiert und häufig als Politikverdrossenheit bezeichnet. Das Phänomen sollte aber eher als Politiker- oder Parteienverdrossenheit gezeichnet werden, da die Bevölkerung nicht Politik als solche oder die Grundprinzipien freiheitlicher Demokratie ablehnt. Allerdings bestätigen Umfragen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der aktuellen Funktionsweise und Leistungsfähigkeit des politischen Systems in der Bundesrepublik wenig zufrieden sind und nur geringes Vertrauen in die etablierten Politikinstitutionen haben, wie zum Beispiel Parteien oder die Bundesregierung. Auch wird nur eine geringe Bereitschaft politischer Akteure gesehen, die Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung zu berücksichtigen. Hier stehen die Politikerinnen und Politiker vor der Herausforderung, über glaubwürdiges Handeln und die Umsetzung geeigneter glücksförderlicher Maßnahmen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wiederzugewinnen und damit auch letztlich die gesellschaftliche Zufriedenheit insgesamt zu erhöhen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Bertolt Brecht, das all den Überlegungen zum Glück eine weitere, vielleicht etwas widerspenstige Facette hinzufügt. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.